Hier ist Herr Dr. Einstein, heute mit einem neuen Video, und zwar habe ich heute für euch von Ace Magic den AD08, und dieser AD08, der hat hier einen i9, nämlich der 12. Generation, 12900A, ist ein Hybridprozessor, der nämlich 6 Performance-Kerne hat und 8 Effizient-Kerne. Die 6 Performance-Kerne takten bis maximal 5 GHz und die 8 Effizient-Kerne mit 3,8 GHz. So ist das Ganze auch geteilt, entweder oder, aber natürlich je nachdem, wie wir Leistung brauchen, so wird hier automatisch der Prozessor eben da die Prozessoren eben beanspruchen. So ist es gedacht, das funktioniert ganz gut, ist ein sparsamer Prozessor in dem Fall, in der natürlich aber, wenn man Leistung braucht, diese auch hat. Ja, das Ganze hat natürlich auch noch 32 GB Arbeitsspeicher, 512 GB Festplattenspeicher. Windows 11 Pro ist vorinstalliert. Wir haben natürlich Bluetooth, Wi-Fi und USB 4.0 ist hier mit am Start. Und wir gucken uns natürlich diesen Mini-PC noch ein bisschen genauer an, nämlich innen rein. Wir können da natürlich auch noch ein bisschen aufrüsten. Und ja, natürlich machen wir auch einen näheren Performance-Check. Da wollen wir wieder sehen, wo liegen wir von der Punktzahl her. Wird auf jeden Fall ganz interessant. Da können wir auch hier nochmal, das sage ich auch später noch, hier natürlich am AD08 hier zwischen Silence, Auto und Performance umstellen. Natürlich werden wir im Performance-Modus hier unseren Test machen. Wir wollen jetzt sehen, was wir hier an Punktzahl schaffen. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns mal den PC einfach ein bisschen näher an, was er eben für Anschlüsse und Co. dabei hat. Und wir gucken einfach mal ganz kurz noch mit rein. So schaut der Mini-PC einmal ganz grob aus. Bevor wir reinschauen, gucken wir uns mal die Anschlüsse an. Wir sehen hier das Netzteilanschluss, hier LAN zweimal, HDMI natürlich, ist 4K und 60 Frames können wir hier ausgeben, zweimal USB 3.0. Da gibt es noch so einen kleinen Reset-Knopf, also so ein, wo man dann reinpieksen kann. Ansonsten haben wir hier natürlich nochmal einen Audioausgang, nochmal zweimal USB 3.0 und natürlich unser USB 4.0 als USB-C. Ja, so schaut es aus. Der Einstellknopf ist hier im Endeffekt einmal draufdrücken und wir sehen hier oben drauf auch die Einstellmöglichkeiten zwischen Performance, Auto und Silent. Ja, das ist das Grobe. Von außen aufmachen kann man das sehr cool, das ist natürlich wieder magnetisch, hier sind so zwei Magnete angebracht, haben hier ein kleines Fenster drin, nämlich der Arbeitsspeicher selbst, der hat hier praktisch schon eine LED-Leiste dran, das leuchtet dann schön in Regenbogenfarben, das gucken wir uns dann später auch nochmal genauer an und sehen auch hier im Dual-Channel zweimal 16 GB verbaut, kann man auch so rumdrehen, dann sieht man es ein bisschen besser. Und hier oben drauf befindet sich unser Festplattenspeicher. Ja, wie man es hier auch erkennen kann, ist hier noch die Möglichkeit einer SSD-Festplatte. Die können wir hier nachträglich noch einlegen und dann hätten wir noch ein bisschen mehr an Festplattenspeicher. So schlicht und einfach, aber auch sauber ist das Ganze hier verbaut. Sehr schön und man musste auch nicht mehr zerlegen. Ich finde es mal ganz praktisch, besser als die ganzen Schrauben. Hält auch ziemlich gut, fällt nicht gleich ab, von daher alles richtig gemacht. Das ist unser Mini-PC. Natürlich wollen wir den Mini-PC auch mal jetzt mal anschließen. Ich werde jetzt mal alles anschließen und dann auch mal schauen, was der Mini-PC so hergibt. Ja, ich habe jetzt soweit alles aufgebaut. Wir sehen hier den PC, den Mini-PC. Der leuchtet hier auch außen, wie ich es gesagt habe, durch das Fenster. Die Arbeitsspeicher sind beleuchtet. Genau, eine Beleuchtung von oben ist auch dabei, so wie auch der Button hier vorne, der jetzt halt auf grün leuchtet, dann auf Automatik oder blau, jetzt wahrscheinlich grün Automatik und rot für die Performance. Ich lasse den jetzt einfach in der im Silent-Modus, weil wir jetzt einfach auch nicht so viel Leistung beanspruchen. Gleichzeitig ist der Lüfter auch ein bisschen leiser, wobei jetzt zwischen Silent und Automatik nicht viel Unterschied herrscht. Beim Performance merkt man schon, dass der Lüfter ein bisschen hoch geht, weil er eben da auf mehr Leistung geht. Ja, wie gesagt, kann man sehr schön sehen. Und wir können es auch hier auf dem Bildschirm auch einstellen. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Daher schauen wir einmal direkt auf den Bildschirm. Und wir beginnen wie immer mit unserem CPU-ID. Wir wollen natürlich einmal gucken, was wird hier tatsächlich erkannt. Also es bleibt auch alles gleich. Natürlich der i9-12900H. Nochmal zu nachlesen, auf welchem Sockel. Und wir sehen hier unten auch diese 6P plus 8E, also 6 Performance, unser Hybrid-Prozessor und die 8 Effizienzkerne.
So ist das Ganze jetzt aufgebaut. Dann geht es natürlich weiter über Mainboard. Da ist nicht so viele Daten hinterlegt. Aber hier beim Arbeitsspeicher, das sind DDR4, 32 GB und im einzelnen Slot 1 16 GB. Das haben wir auch schon gesehen, als wir hineingeguckt haben. Wie auch hier Slot 2 Dual Channel, hier ebenfalls nochmal 16 GB. Ja, als Grafik ist natürlich die Onboard-Grafikkarte von Intel mit drauf. Die, klar, wir haben keine externe Festplatte-Grafikkarte. Und somit sind wir auch hier von der Grafikleistung wieder beschränkt. Ja, das wollte ich euch natürlich auch mal zeigen. Hier sehen wir einmal unseren schönen PC abgebildet. Könnt hier über verschiedene Modi einstellen, was wir gerne möchten. Haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen das Licht hier ausschalten. So, das war es dann eigentlich auch schon. Also relativ simpel gehalten das Ganze. Wobei der RAM-Speicher an der Außenseite, auf der anderen Seite hier immer aktiv bleibt. So wie ich das jetzt gesehen habe, hier ändern wir nur den oberen Teil ab. Ja, dann geht das Ganze natürlich weiter in, habe ich noch was? Nee, ich habe doch gar nichts. Das war der CPU-ID, genau. Jetzt würden wir genau nämlich zu unserem Performance-Test direkt kommen. Jetzt schauen wir uns dann auch mal an, was dieser an der Nero-Score, was der so leistet. Und dann wollen wir den ein bisschen mehr beurteilen. Das Ergebnis liegt uns jetzt vor. Das Ganze haben wir natürlich im Performance-Modi hier eingestellt und haben hier auch unser Ergebnis. Wir gucken mal direkt drauf, sehen hier diese 3634 Punkte, ist eine ordentliche Leistung, sehr gut. Ein über 4000 habe ich bis jetzt noch nicht testen können bislang und sehen aber trotzdem, die, wie gesagt, ich glaube, der beste war 3800. Wir sind hier sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn wir das im Einzelnen uns nochmal anschauen, wir sehen hier nochmal unseren Prozessor abgebildet, so wie wir es schon mehrfach gesagt haben. Natürlich die Onboard-Grafikkarte. Und wenn wir hier ein bisschen runtergehen, kommen wir auch schon ein bisschen, ganz vorsichtig in den Spielebereich mit dieser Onboard-Grafikkarte und der Leistung. Wir können hier CSGO spielen, GTA würde gehen, Warhammer würde gehen, ja, Civ 7 würde gehen, 6, was wird hier getestet? Civ 6, Civ 7 kommt ja erst noch und Apex wäre lauffähig. Natürlich würde Dota, glaube ich, auch noch laufen, das ist auch noch möglich. Man hat hier wie Call of Duty und Co. Wäre natürlich nicht möglich. Aber glaube ich, ganz gut für so einen Mini-PC. Da, man kann schon erkennen, dass ein bisschen Leistung vorhanden ist. Hier kommen wir natürlich wie immer bei Metaverse nicht wirklich hoch, ganz klar. Unterdurchschnittlich ohne eine Grafikkarte ist hier auch kaum was möglich. Hier bei der KI, also Prozessorleistung, schneiden wir schon deutlich besser ab. Und auch beim Dekodieren, auch hier haben wir eine ordentliche Leistung. Im Allgemeinen heißt das jetzt, hier nochmal die Punktzahl angegeben, 3634 und unser PC befindet sich bei 68% aller getesteten oder besser wie 68% aller getesteten PCs hier von NeroScore. Was bedeutet, wir sind hier im ganz oberen oder am untersten ersten Drittel, ist aber dennoch, glaube ich, würde ich mal sagen, für einen Mini-PC ohne externe Festplatte sage ich schon wieder, natürlich eine Grafikkarte, hier doch echt ordentlich. Ja, unser Test hat jetzt gezeigt, unser Mini-PC ist tatsächlich spieletauglich in gewissermaßen, hat aber eher tatsächlich spiegelt es die Performance wieder von diesem Mini-PC. Also jemand, der wirklich ein bisschen mehr Leistung braucht zum Dekodieren, Kopieren, Sicherheitskopien machen und so weiter und so fort. Oder Multimedia-PC, der hat hier die Möglichkeit, hier tatsächlich auf einen schnellen PC zuzugreifen, der ordentlich Leistung hat. Wie gesagt, Spiele lasse ich immer außen vor, ohne eine externe Grafikkarte. Diesmal richtig gesagt, ist das immer eine, ja, ganz schmaler Grad, dass tatsächlich das Spiel hier funktioniert. Das ist natürlich nicht unser Augenmerk und da ist es viel mehr im Performance-Bereich für Multimedia, Homeoffice-Bereich. Natürlich gibt es auch viele Sachen, wo wir auch bearbeiten müssen und da wäre der PC schon tatsächlich ordentlich mit dabei. Und ich denke mal, man kann hier echt was mit anfangen. Wir haben viele Mini-PCs, die liegen unter 3000 Neroscore-Punkten. Hier sehen wir schon, dass wir einen deutlichen Anstieg haben. Der Preis liegt bei circa
600 Euro so ungefähr und denke dennoch, da kriegt man auch ein bisschen was dafür. Ja, das auf jeden Fall von mir. Falls ihr Fragen zu diesem Mini-PC habt, könnt ihr sie natürlich stellen. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo, wenn ihr da lasst, oder über einen Daumen hoch. Ihr könnt auch in den Kommentaren natürlich kreative Kritik auch äußern. Auch darüber würde ich mich freuen. Und falls nicht, dann auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal, euer Dr. Einstein.